Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video. Ich habe mich entschlossen, doch Antedon hier zu kaufen, das Remake, und auch eben das aufzunehmen. Ich werde es durchspielen und werde mir mal anschauen, wie jetzt nun die Unterschiede genau sind, ob es wirklich besser ist oder ob es schlechter ist. Einen großen Manko hat es auf jeden Fall schon mal. Mit 70 Euro ist das doch schon ganz schön saftig. Also, ich kaufe es, aber es ist teuer. 70 Euro, huhu. Da scheppert's aber in meinem Portemonnaie. Okay. Ja, wir stimmen der Eule zu. Ich muss mich dann sowieso noch registrieren. Dann lade ich das Spiel jetzt erstmal runter. Das wird natürlich eine Weile dauern. Mit 56 GB. Naja, gut, 57 grob. Ja, was haben wir dann? Errungenschaften. Persönliche Errungenschaften haben wir natürlich die bekannten aus vom Play Store, von PlayStation. Hier sind noch versteckte Errungenschaften. Ich denke mal, in diesem ersten Video werde ich wirklich nur bis zum Menü kommen. Ich werde heute noch nicht den Prolog spielen. Das mache ich im nächsten Video. Also von daher nicht zu groß hier auf das Video jetzt freuen. Gut, auf diese ganzen Errungenschaften gehe ich dann später ein. Okay, wir haben einiges zu entdecken. Und das dauert ja das Herunterladen. Ach, hey, nee. Ich will es mir lieber nicht anschauen. Ich habe mir inzwischen keine weiteren Videos dazu angeschaut. Ich wollte mich nicht weiter überraschen und spoilern lassen, was da noch alles dazu kommt. So, ich bin nochmal auf der Shop-Seite. Und am Tag der Veröffentlichung sind nochmal neue Bilder und ein neues Video dazu gekommen. Und das würde ich noch in der Zwischenzeit, wo ich mir das Spiel herunterlade, mir nochmal anschauen. Und ich ahne Böses. Ich sehe hier keine schönen Bilder. Okay, ich würde mal sagen, starten wir hier. Okay, das ist, das war ja schon bekannt, das hatte ich im letzten Video mir schon angeschaut gehabt. Das ist neu, aber ich vermeine, es ist neu, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, dass es dazu gekommen ist. Und das Bild sieht, ich weiß nicht. Also schön sieht vielleicht für mich anders aus. Ich weiß nicht, irgendwann ist das zu realistisch, aber irgendwie. Diese Farbsättigung, also irgendwie, irgendwas gefällt mir an diesem Bild nicht. Es ist, man erkennt die Stelle klar wieder, das ist im Epilog, ist die Stelle hier mit Chris, aber, das sieht irgendwie nicht so toll aus. Gut, hier, das sieht mal schön aus, hier sieht man deutlich mehr Details. Das ist natürlich Beth in Kapitel 10, oder der Geist von Beth. Das ist mit Matt und Emily, ja. Auch, ich hoffe mal, dass diese Szene mit dabei sein wird, weil es gab in der ersten PS4-Version ja eine Bonus-DLC-Version und eine normale Edition. Und dieser Schweinekopf, dass diese Szene, in der er vorkommt, die war nur in dieser Bonus-DLC-Version vorhanden. Und ich hoffe mal, dass die jetzt standardmäßig mit drin ist. Das wäre sonst sehr schade. Also davon hängt jetzt mit auch meine Rezension ab, die ich dann später, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, schreiben werde zu diesem Spiel. Okay, hier haben wir nochmal Sam in der Werkstatt. Okay. Und das war's mit den Bildern. Dann schaue ich mir nochmal das Video an. Ballistic Moon, na klar. Ah, Josh, Kapitel 10. Okay. Farbsetting ist deutlich hochgeschraubt. Okay, das sah gerade schrecklich aus. Hier sieht man das. Also das gefällt mir gar nicht. Okay, man sieht, die Texturen sind deutlich besser mit den Details. Das ist natürlich sehr gut. Müssen die denn alles hier spoilern im Video? Moah. Also für Leute, die es noch gar nicht gespielt haben, aber das natürlich kenne ich diese Szene. Oh, das. Achso, warte mal, was war das denn gerade? Immer noch nicht. Ich glaube, das war die Ratte im Sanatorium. Ja. Das war aus dem Kühlschrank dort oder aus dem Leichenteil. Ja.
gives you the right to play dumb? Why are you doing it? Maybe you don't like the problem. Ja, mal aus allen möglichen Kapiteln 10. Stop it! We can't get along for 10 minutes and maybe we need a little bit of a break, right? Naja, gut. Ich gehe jetzt nicht mehr genauer auf das Video ein. Wir haben dort viel gesehen, aber ich werde es selber mal erstmal spielen. Und irgendwie, manches sieht wirklich besser aus, aber manches sieht auch ein bisschen sehr komisch aus oder für mich sehr anders. Also, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich besser ist. Ich hoffe es. Es ist eigentlich ein schönes Spiel. Und 2,7 GB. Ich werde mal mich dann wieder zurückmelden, wenn es soweit geladen ist. Bis später. So, da bin ich wieder. Und das Spiel ist nur nach ein paar Stunden endlich hoch. Hatte ich heruntergeladen. Und endlich ist es fertig. Ach. Wie viele Stunden waren das? Ich vermute anderthalb. So. Aber ich muss mich noch anmelden. Natürlich. So. Was passiert jetzt hier? Ich lass mich überraschen. Ich finde ja schön, dass man hier Notizen machen kann. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass man es vorher machen konnte. Aber ich glaube, das ging auch bei anderen Spielen oder schon vorher. Ich werde mal Notizen hinzufügen im Verlauf des Spiels. Couch das aktuell. Hier passiert einiges gerade. Am meisten bin ich ja interessiert, wie wurde es gelöst, dass man das von der PS4, die Steuerung, den Controller, auf jetzt hier die PC-Version umgestellt hat. Spider-Man vorbei. Okay, das klingt schon mal gut. Das erinnert mich ein bisschen an Detroit Become Human, wo auch ebenfalls Shader vorbereitet werden. Also, bis gleich. Sony Interactive Entertainment presents. Da war natürlich gleich Mike schon zu sehen gewesen. So, Ballistic Moon. Okay. Wie bekannt alles. Dieses Spiel wirft GTBR ein Screenreader-Function, Designstelling kann ebenso so wie das ist für eine Ei-Stimme. STRKEJBRZINTENBARRIEREFREIHEIT Einstellungen GNDERT Worden, MCHTEST DU DEN Screenreader INCHKULTET LESSEN. Nein. Das klingt ja schrecklich. Ich bin nicht blind. Also, aus damit. Um unsere Spiele betreiben zu können und verbessern uns dann möglicherweise Datenbestimmungen, wie du dieses Spiel verwendest, wie es beinhaltet. Eingeschränkte Daten, die erforderlich sind, um das Spiel auszuführen, oder vollständige Daten, um detaillierte Auftritte, Fehler zu finden, die ganze Zeit ja, Datenschutz natürlich, also. So, Helligkeitsanpassung. Das kennen wir natürlich auch schon von der PS4. Wie mache ich das? Hallo? Bis das Logo auf der linken Seite kaum sichtbar ist. Ja gut, ich kann es noch erkennen. Kaum sichtbar ist. Ja, gut, weiter. Möchtest du sprechen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich keine Untertitel aktivieren, aber für euch, für die Zuschauer wäre es schon sinnvoll auf YouTube. Ich. Ich mach mal an, für euch. Probieren wir mal aus. Ja, das macht natürlich klar. Okay. Das muss ich leider ausblenden für euch. Ja.
So, nachdem ich mich hier nun endlich mal registriert habe, was ist jetzt nun? Naja. Okay, das sind ja schon mehr größere Hindernisse. Aber wenn das erledigt ist, habe ich wenigstens morgen nicht diesen ganzen Stress und kann dann in Ruhe spielen. Ah, DualShock Controller. Ja, habe ich. Ich habe einen DualShock Controller, aber ich weiß nicht, wie man den verbinden soll mit dem PC. Kann man den über WLAN irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich bin echt überfragt. Mein PC hat keinen Bluetooth. Also, ich habe kein Motherboard mit Bluetooth. Oh, es geht los. Da bin ich ja nun endlich drin im Spiel. Und mir gefällt ja schon mal zumindest die Aufmachung. Was hören wir an Geräuschen im Hintergrund? Ich möchte erstmal alles mir analysieren. Wir sehen natürlich jedes einzelne Totem, das ist cool. Naja. PlayStation Overlay, ja. Okay. So sieht das also alles aus. Okay. Das kennen wir doch schon. Jetzt schaue ich mir mal wirklich an, wie sie das alles gemacht haben hier. Und dann im Prolog werde ich eben dann, wie gesagt, das habe ich ja schon vorhin erwähnt, den werde ich nächstes Mal im nächsten Video spielen. Okay. Das hätten wir sowieso noch erfahren. Das kommt mir alles bekannt vor. Ich finde das schön animiert. Das sieht schön aus hier. Hunger, Glück, Gefahr. Hunger? Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das nicht so in Erinnerung, dass da Hunger mit drin war. Also Glück, ja. Glück, Gefahr, Verlust, Führung, Tod. Ereignisse. Ey! Ich hab nicht zurückgedrückt. Okay, wir können natürlich nichts aussuchen. Hunger! Also, das ist neu. Sie haben das Spiel tatsächlich erweitert. Das ist wirklich neu. Und sie sagten, es gibt Sachen zu sammeln. Der Unbekannte. Das ist natürlich der Jack Fiedler, der Flammenwerfer-Typ. Jetzt muss ich mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16, 24, 32 Hinweise. Es gibt tatsächlich mehr Sachen zu sammeln. Es gibt nicht mehr 28 oder 29, jetzt gibt es schon 32 Hinweise. Das ist interessant. Und warum ist das als Film hier animiert? Okay. Ich habe so das Gefühl, das kann doch eigentlich nicht sein. Die haben doch das Spiel so gelassen, wie es ist. Also das kann doch nicht sein. Also ich habe das Gefühl, hier sind etwas mehr Schmetterlinge drinne. Aber das kann nicht sein, das Spiel, dann wäre es nicht mehr original. Bonusinhalt, auch sehr schön. Das kennen wir auch bereits, das sind die Filme, wie es entstanden ist. Vielleicht haben sie was selber reingepackt, wie sie gezeigt haben, wie sie es machen. Einstellungen. Ausgabesprache Deutsch. Ja, Textsprache Deutsch. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich darauf,
die deutsche Synchronstimmen zu hören. Ich hoffe, es sind noch die alten. Ich hoffe, es sind die alten. Zensierung. Extremer Inhalte. Nein, natürlich nicht. Schön, Plätze erforscht im Garten, ja. Globale Statistiken anzeigen. Mann, Alter, ich verdrück mich auch ständig. Denk mal, das ist optimal. Namen anzeigen, ja. Nee, auf keinen Fall. Barrierefreiheit. Zeigt während Interaktion mit Objekten Text an. Okay. Während Erscheinung. Machen wir mal alles aus. Das soll wahrscheinlich helfen, Sachen zu, also die ganzen Sachen, die man sammeln kann, dass man die besser finden kann. Okay. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber kann ja nicht schaden, wenn man sowas drin hat. Ja, auch wenn ich den Controller nicht habe. Screenreader. Auf keinen Fall. Der Screenreader ist was Schönes, aber bitte nicht. Nein. Das ist ja Cheaten hier. Das ist ja Schummeln. Oh! Oh, das ist ja wie bei The Quarry. Das ist schon mal gut. Da freue ich mich ja, dass sie es jetzt eingestellt haben. Das ist ja geschummelt, ey. Das ist ja alles geschummelt. Was ist denn hier hinten noch? Automatisch scheitern? Automatischer Erfolg. Interessant, es gibt. Oh, das ist cool, das ist sehr cool. Wir machen Standard. Für den ersten Durchlauf mache ich Standard. Zufällig? Zufällig! Das ist natürlich mal was, endlich mal was Gutes. Also hier sammelt das Spiel sofort von mir einen Pluspunkt. Pluspunkt, zu 100% ein Pluspunkt. Zufällig, das ist top. Das hat noch nicht mal The Quarry. Standard, ja, kann ich mir schon vorstellen, was das ist. Einzelpunkt. Das kann ich noch nicht so. Was ist das? Achso, ich kann die Tasten belegen oder wie? Ach so, nee, es ist immer die gleiche. S, W, A, D. Okay, das ist ja einfach. Maus nach vorne? Maus zurück, Maus links, Maus rechts. Aha, okay, mehr gibt's nicht. Okay. Nee. Aber schön, dass ich das Spiel über gute Position. Nein. Das ist ja blöd. Also ich weiß nicht. Ich würde ja lieber zufällig machen. Weil das schwieriger ist. Das kommt ein bisschen unerwarteter. Ich mach zufällig. Tut mir leid, aber ich mach zufällig. Ja, wie möchte ich speichern? Helligkeit haben wir ja eingestellt. Rahmenlos, interessant. Yo. Ultra, okay. Das ist mal wieder die Einstellung. Dann machen wir mal Ultra.
Wir werden ja sehen, was dann passiert. FXA, mach mal. Niedrig. Schatten, Ultra. Es könnte zu Lex kommen. Mal gucken. Texturen Ultra. Effekte. Ultra. Ich habe eine starke Grafikkarte. Das sollte nicht. Lattlack, ja. Das sollte kein Problem sein. Bewegungsunschärfe. Oh, ich bin kein Freund davon. Am liebsten spiele ich ja ohne Bewegungsunschärfe, aber ich stelle sie mal auf niedrig. Ja, Filmkörnung könnte ich eigentlich auch ausschalten, aber mache ich lieber nicht. Bildschirm. Lass ich mal so, wie es ist. Hochskalier-Methode aus. Aus. Raytracing. Ich hab. Ich probiere mal, ich gehe mal voll in. Voll in gehe ich. Ich werde ja sehen, wie gut es läuft. Ja, ich möchte speichern. Man kann die Quicktime-Events sogar selber definieren. Ach, das ist. Okay, man kann die Quicktime-Events selber festlegen. Das ist ja wunderschön. Wunderschön. Greif. Okay, grab. Taktion verlassen. A und D. Okay, wir werden viel mit der Tastatur spielen können. Okay, schießen. Leertaste. Aha. Zielen hoch. Aha. Okay. Maus und Tastatur einstellen. Maus bevorzugen. Tastatur bevorzugen. Okay. Damit bin ich für das nächste Video vorbereitet. Es ist jetzt kurz vor 0 Uhr und morgen ist Sonntag, der 6.10.2024. Ich habe es mir also heute am Samstag heruntergeladen, den 15. Morgen, am Sonntag, werde ich den Prolog spielen. Und morgen werde ich auch dieses Video hier entsprechend bearbeiten und hochladen. Und den Prolog, den werde ich wahrscheinlich dann nächstes Wochenende oder am Freitag hochladen. Mal schauen. Und wie mache ich denn das? Ich würde ja eigentlich gerne so machen, dass, wenn ich das Video hochgeladen habe, dass es dann vielleicht so 3 Tage. Gut, ich einige mich mal auf 3 Tage. Wenn ich das hochgeladen habe, 3 Tage habe ich dann, lasse ich das online. Und wenn ich dann welche nächste Folge aufnehme, also entsprechend dann Kapitel 2, Kapitel 3 und so weiter, sodass
ihr Zuschauer 3 Tage Zeit habt, Kommentare zu schreiben oder auf das Spiel zu entsprechend zu reagieren. Aber ihr braucht mir nicht spoilern. Ich kenne das Spiel bereits in- und auswendig. Es ist eins meiner Lieblingsspiele, von daher hier gibt es absolut nichts zu spoilern. Auch und lasst mich bitte mit diesen blöden Sachen, die hinzugefügt wurden, lasst mich damit in Ruhe. Ich will das selber erkunden, ja? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!